Bericht mir heute bitte eure Arbeitsergebnisse zum Thema Welper früher und heute vor. Auf der Grenze zwischen dem Ruhrgebiet und Sauerland liegt Welper, unsere Heimat. In den Wassern der Ruhr spiegeln sich die Industrieanlagen. Doch gar nicht weit davon liegen Berge und Wälder. Welper wird die Industriegemeinde im Grünen genannt. Die Straßen und Plätze unserer Gemeinde sind sauber und gepflegt. An vielen Stellen erfreuen uns die Ruheplätze in den Grünanlagen. Und vor den Häusern wurden herrliche Vorgärten angelegt. An sommerlichen Tagen gleichen die Ufern der Ruhr einem Badestrand. Fröhlich tummelt sich dann die Jugend in den Fluten, findet Entspannung beim Wassersport oder nimmt ein Sonnenbad. An ruhigen Stellen werfen die Sportfischer die Angel aus und warten geduldig, bis ein Fisch anbeißt. Im Gemeindewald können die Alten und Invaliden einen handfesten Skat dreschen. Für unsere Kinder sind im Gemeindewald vorbildliche Spielplätze mit Turn- und Sportgeräten eingerichtet. Versteckt im Grün der Büsche und Bäume liegt die Jugendherberge, das Ziel vieler Wanderer. Welch fröhliches Leben und Treiben herrscht hier zur Sommerzeit. Am frühen Morgen treffen sich die Naturfreunde zu ihren Wanderungen. Die Falken pflegen den Volkstanz und diskutieren die Tagesprobleme. Die Kleinen gehen gern zur Jugendherberge, denn sie finden hier stets frohe Gesellschaft. Neben dem Naturfreundehaus gibt es noch andere Heime, wo sich die Jugendverbände zur froher und ernster Arbeit zusammenfinden. In solcher Umgebung kann eine Jugend heranwachsen, die an die Zukunft glaubt.
In unserem Heimatort finden wir noch ausgesprochene Arbeitersiedlungen. Die Wohnblocks auf dem Heidchen sind nicht so hell und freundlich wie in Hüttenau. Diese Häuser entstanden, als die Henrichshütte Wohnraum für die Arbeiter brauchte. Auf der Hütte sind die meisten Welperaner beschäftigt. Durch die Henrichshütte ist Welper erst zu dem geworden, was es heute ist. Hier werden hauptsächlich Halbfabrikate hergestellt. Die größte Bedeutung haben jedoch die Kurbelwellen, die in alle Welt versandt werden. Die Leute, die solche Maschinen bedienen, müssen ganz genau aufpassen, denn hier kommt es auf tausendstel Millimeter an. Neben der Industrie hat auch das Handwerk noch einige Bedeutung. Die Statistik zeigt uns, dass 4/5 aller Arbeitnehmer in Industrie und Handwerk beschäftigt sind. Einen geringen Anteil hiervon nehmen berufstätige Frauen ein, die in Fabriken, hauptsächlich aber in den Büros arbeiten. Auch Männerberufe erobern sie sich. Jedoch haben die sozialpflegerischen Berufe nach wie vor den Vorrang. Zu den ältesten Siedlungen zählt Müsen 3. Der Stammsitz einiger alter Welperaner Familien. Ganz in der Nähe hat die Gartenstadt Hüttenau ihren Sitz, eine Genossenschaft, die seit 1906 vorbildliche Mietwohnungen und Eigenheime für die arbeitende Bevölkerung geschaffen hat. Diesem Stil haben sich die anderen Wohnungsbaugesellschaften angepasst. Im Gemeindeamt tagt unsere Gemeindevertretung, in der die Sozialdemokraten immer den Vorsitz hatten. Im gleichen Gebäude sind auch die Gemeindeverwaltung und das Fürsorgeamt untergebracht. Der schreckliche Krieg, der wie überall in Deutschland und der Welt viel Leid brachte, verschonte auch unsere Welper nicht. Mit allen Kräften ging es an den Wiederaufbau. Neue Siedlungen entstanden auf den Feldern und Wiesen alter Höfe. Und unsere Gemeinde wurde um vorbildliche Wohngebiete erweitert, in denen eine gesunde Jugend heranwächst.
Eine neue Schule wurde gebaut und bald konnte das Freibad eingeweiht werden. Modern und zweckmäßig wurde die neue Geschäftsstraße gestaltet. Ein Anziehungspunkt für Kunden von nah und fern. Auf der Tingstraße befinden sich Sparkasse und Postamt. Von der Höhe der Langen Horst grüßt die Horstschule mit dem Stadion weit ins Land. Nach Schulschluss findet sich die sportfreudige Jugend zu Spiel, Tanz und Turnen ein. Hier beweisen die heimischen Vereine ihre Aufgeschlossenheit für Musizieren, Laienspiel und Gesang. Bei den Proben, die wir besuchten, konnten wir uns überzeugen, wie viel Mühe und Arbeit bis zum öffentlichen Auftreten aufgewandt werden müssen. Der Name Welper stammt von Velapa, was fließendes Wasser bedeutet. Hausbruch, Sitz der Herren von Welper, Weich der neuen Zeit. Burg und Stadt Blankenstein wurden aus Welper herausgelöst. Wir besuchten die wenigen noch erhaltenen Bauernhäuser in Welper, die bald verschwunden sein werden. Die Bewohner schauten uns freundlich zu und wir haben hier manches Neue entdeckt. Die Besitzer der alten Höfe zeigten uns stolz die Zeugnisse langjähriger Sesshaftigkeit. Immer wieder mussten wir uns die kunstvoll gefertigten Gebrauchsgegenstände vergangener Zeiten ansehen. Wie lange wird es noch dauern,
bis dass in Welper keine Kühe mehr weiden. Bis dass der letzte Erntewagen in eine Scheune unserer Gemeinde rollt. Ich danke für eure fleißige Arbeit. Notiert euch noch die Stichpunkte und dann wollen wir schließen.